Servus und habe die Ehre wieder einmal zu einem Einblick ins pure Landleben aus dem Kronvalley. Jawohl! Heute sind wir wieder frisch, munter unterwegs. Ne? Was ist das? Eichen. Eichen. Heute geht es wieder rund an der Bahnsee, am Sägewerk. Heute schneiden wir Eichen auf. Ja, ich bin heraußen mit unserem New Holland. Da lege ich kräftige Eichen auf. Der hat sackrisch schwer. Bin schon ein bisschen dabei am Schneien. Da werden wir heute noch ein paar Stampel durchladen, oder? Da schaut es euch an in New Holland. Ist ein bisschen lauter, der schnattert recht. Aber der pfeift, oder? Ja, in New Holland ein Top-Gerät mit Seilwinden hinten dran. Ich hoffe, ihr versteht es mich gut, weil es doch ein bisschen lauter mit dem Bulldoch da, nicht? Aber einmal frei, nicht? Und da habe ich jetzt ein Eichen abgelegt. Ein paar habe ich noch hinten. Schauen wir mal hinten. Ja. Da habe ich ungefähr 10-12 Stamm gehabt von der Eiche. Zwei habe ich noch da, einen habe ich jetzt aufgelegt. Sind mächtig, schauen super aus. Ich zeige es euch, jetzt schneiden wir ein paar auf. Mit dem Sägewerk, mit der Bahnsäge. Pfeifen wir durch, schneiden wir ein paar Leine raus. Dann geht die Sache rund. Gell? Der ist jetzt ein bisschen bon, wenn ihr euch anschaut. Ja, wenn ihr euch anschaut, der ist jetzt ein bisschen bon, das ist scheiße für Bahnsäge. Ja, ist halt, aber das geht schon. Das geht schon. Den müssen wir halt richtig hinlegen und dann kann man den auch sauber durchschneiden. Ja. Schaut euch den wunderbaren Eichenstamm an. Wunderbar. Ja, schöne Äste drin. Innen wahrscheinlich eine super Maserung. Nicht? Saubere Staplergabel. Der hebt halt Sau. Ja? Also, da die Song. Da packen wir es einmal, oder? Fahren wir rein. Und dann greift man an. Auf geht's. Versteht's mich, weil es doch ein Bulldog ein bisschen lauter ist, weil der ist hinten gefahren auf. Aber das ist der ideal für den Forst, ist der ideal. So der 50er Bulldog, nicht? Der Rückwärtsgang war nicht schlecht. Ja? Schade, dass man den Stand nicht umhaut. Sonst wäre es halt nicht fatal. Nicht? Wenn wir jetzt rückwärts reinfahren, aber das ist halb so schlimm. Da habe ich schon ein paar Stapel eingefahren. Das geht schon. Da reiben wir mal durch da hinten. So, jetzt kommt die heiße Phase beim Einfahren. Jetzt werden wir durchs Tor durch. Das Tor ist 5 Meter, der Stamm ist 5,30 Meter, 5,20 Meter. Schauen wir mal. Wie lange reißen wir das Tor weg? Das ist der Wahnsinn.
den Stelz hier hinter der Bank hin. Vorher ist nicht ganz so lang, so ganz langsam, weil den Dreifen nicht fahren kann. Halt! Langsam runter! Und so habe ich mit dem Bulldog einfach verzogen, weil jetzt auf uns das Ring an, wo ich aus Kübeln. Jetzt schützt wie die Sau. Jetzt bin ich gerade am Eschen verrichten. Ich habe da noch ein paar Tiere Eschen legen. Was heißt Tiere Eschen? Nein, ein paar Eschen halt, ne? Die da vom Eschentrieb sterben befallen sind. Da habe ich noch ein paar Rassen legen am Lacherplatz. Und die da will ich jetzt auf Fixlängen herschneiden, dass man es auch mit der Säge. Mit dem Sägewerk aufschneiden können. Ja, habe ich jetzt schon angefangen, aber jetzt hat das Ring angefangen wie die Sau. Und jetzt warte ich mal, ob es besser wird, wenn das hier einringt. Dann mache ich alleweil ein neues Feierraum für heute. Und wenn nicht, ja, dann mache ich die Eschen noch weiter. Aber das schaue ich jetzt mal. Das ringt brutal, das wird es euch anschauen. Ja. Der Mais ist mittlerweile auch schon ganz schön fortgeschritten, gell? Der wird jetzt auch bald zur Sache gehen. Mit dem Mais häckseln, lang dauert es nicht mehr. Oder mit dem Mais dreschen, was man halt macht, nicht? Die wollen den Mais häckseln, die anderen den Mais dreschen. Jetzt das und das. Ja, mei.
Jetzt war es die letzten Tage wunderbar schön vom Wetter her, gell? Super Sonne und alles. Und jetzt muss halt einmal ein Ringer wieder da. Dann schauen wir uns mal, ob es einringt. Jetzt, da hinten wird es schon wieder ein bisschen heller. Oh, da ist dunkler. Ja, naja, naja, naja. Aber jetzt hört schon wieder ein bisschen auf. Vielleicht haben wir Glück. Dann schneiden wir die Eschen noch ein bisschen zusammen. Und dann darf ich sagen, mal damit dann auch wieder. Schalte ich dann auch wieder rein. Dann geht es wieder weiter. Oh, da ringt es schon gescheit da. Ja. Jawohl, jetzt geht es wieder rauf mit den Eschen. Das Wetter ist besser. Dann machen wir gleich weiter, oder? Ja. Macht dich ein Durchmesser, gell? Ich hoffe, ihr versteht es mich, weil der New Holland, der brummt wieder. Macht dich ein Durchmesser. Schnirlgrat, fast keine Äst. Ideale Ware, gell? Ideale Ware, gell? Sagt er, der soll. Nicht? Jawohl. Dann greifen wir an, dann legen wir es ab auf Fixlängen. 4 Meter zäh. Mit der Stiel MS 261er. Ideale Nasszähe. Das Ausnasten ideal und auch für sowas zum Waschen ideal. Jawohl, schauen wir mal, ob wir dafür ein paar Brechgläser bringen. Gell? Jawohl, leider. Das war's wieder für heute. Oder für die Woche, besser gesagt. Saubere Eichen aufgeschnitten. Habe ein paar Stamm hingelegt. Wenn es euch interessiert, wie viel das ich aufgeschnitten habe, schaut mal rein. Wir haben auch auf Instagram, da tue ich ein Foto rein. Oder ich hänge es euch hinter das Video noch, hinter, was wir alles an Eichen geschnitten haben. Dann haben wir die Eschen hergekriegt, weil das ist auch so eine Zeit, die wachsen rein und muss auch nicht sein. Nicht? Und das rennt sich und das passt auch ganz gut.
Jawohl. Für mich ist Feierabend, der Bulldog läuft noch. Ich tue den letzten Stempel noch ein bisschen reindrücken, ein bisschen näher zusammendrücken und dann ist für mich auch Schicht im Schacht für die Woche. Jawohl, dann sage ich wiederum besten Dank fürs Zuschauen. Das ist ja selbstverständlich, gell? Und jetzt schön den Kanal abonnieren, weil nur dann kriegst du die Videos auch allerweil wieder vorgeschlagen und möchtest gar nichts machen. Gewandte Sache, weil ich allerweil sage, mache ich auch bei anderen YouTube-Kanälen, weil dann muss ich nicht allerweil reinschauen, ob es neue Videos gibt. Das wird mir automatisch benachrichtigt. Ideal. Jawohl, reden wir nicht lange umeinander. Schönen Feierabend, schönen Sonntag wünsche ich euch. Falls euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Bleibt alle miteinander gesund und haltet jetzt die Ohren steif. Einen sakrischen Gruß aus dem Grombilli, jawohl. Und jetzt schauen wir uns die schöne Eschen an, oder? Aber dir, Servus.